Hallo, everyone. Ja. Okay. Was? Ansage. Todo bien. Ja, heute haben wir uns entschieden, mit der Eisenbahn nach Cadiz zu fahren. Wir sind hier auf Estación de Tren und ja, ich habe das ganz locker auf Spanisch alles hier geregelt. Das ist ja schon ganz gut. Und also ganz ehrlich, ich hätte das am Automaten auch gemacht. Ich hätte das auf Deutsch umgestellt. Nein, auch auf Spanisch. Ja, wir hätten auch mit dem Auto zur Fähre fahren können, aber wir haben uns entschieden, also das jetzt hier so zu machen. So sind wir ein bisschen, wir sind ja so gut zu flexibler. Fuß. Ja, genau, das ist das Thema. Ja? 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 Und ich habe die Sonnenbrille nicht auf. Kacke. Oh, kacke. Okay. Hasta la vista. Hasta luego. Achso. Wir haben uns gerade eben noch mal Gedanken gemacht, wie fürchterlich es ist, wenn die Leute da in unserem Alter in solchen großen Busreisen unterwegs sind, wo alles total durchorganisiert ist. Also das wird definitiv nie unser Ding werden. Ja. Wir hoffen, dass wir lange, lange Zeit diese individuellen Touren machen können. Ja. Und sprachtechnisch kommen wir ja mit Englisch sehr gut klar, mit Russisch gut klar und jetzt neuerdings auch noch mit Spanisch einigermaßen klar. Also was wollen wir noch mehr? Können wir uns nahezu überall verständigen. Das ist eigentlich das Wichtigste von allem, dass man das auch wirklich selbstbestimmt alles machen kann und nicht in so einem großen Strom von Busreisenden mitschwimmt. Einfach nur fürchterlich. So, wir sind jetzt hier in Cadiz angekommen. Wir gehen jetzt mehr oder weniger den gleichen Weg, den ich vorher Jahr auch gegangen bin. Erstmal rund um diese Halbinsel hier rum und dann gehen wir ins Stadtzentrum rein. So, da ja diese Altstadt hier auf so einer Landzunge liegt, umrunden wir die jetzt erstmal. Ich finde hier diese Seefrontseite wirklich toll. Das erinnert mich eigentlich an keine andere Stadt, die ich irgendwo mal in meinem Leben besucht habe. Das hier ist schon ziemlich ungewöhnlich und schön. Heute ist auch nicht so windig, was normalerweise hier der Fall ist, weil wir hier wirklich nicht weit von der Straße von Gibraltar entfernt sind. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Da bin ich voriges Jahr eigentlich nur dran vorbeigekommen und nicht reingegangen. So, das ist der Vorplatz hier von der Kathedrale. Hier gibt es eigentlich an jeder Ecke diese Bocadillos. Na, okay. Hier hinter mir ist hier der lokale Blumenmarkt. Fakt ist, Cadiz ist wirklich sehr, sehr lebhaft. Natürlich auch sehr touristisch, gar keine Frage. Und man sieht auch hier relativ viele afrikanische Immigranten, die so als Straßenverkäufer unterwegs sind. Aber das alles in der Gesamtheit ist durchaus okay. Ja. Was? Der Blumenmarkt in Amsterdam ist sicherlich ein bisschen größer. Ja. Unerheblich größer. Aber immerhin, ja. Wir haben jetzt einen Punkt auf Heidis Ausflugs.
Karte abgehakt, ja. Pirata del Estrecho. Pirata del Estrecho. Pirata del Estrecho.